möchte euch herzlich begrüßen. Mein Name ist Klaus Klaffenböck. Alle, die einige Sendungen von mir schon gesehen haben, die werden wissen, dass wir immer wieder über das Wort Gottes sprechen und in dem Fall im ganz speziellen Falle über das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Wir haben die Waffenrüstung Gottes behandelt. Zuerst haben wir gesprochen über den Helm des Heils. Es ist nicht in der Reihenfolge, so wie es in der Bibel steht, der Helm des Heils. Das heißt, die Gewissheit unserer Errettung, die uns schützt. Dann haben wir gesprochen über den Schild des Glaubens, der die feurigen Pfeile des Feindes abwehrt und auch zum Verlöschen bringt. Und diese beiden Vorträge haben wir eines gezeigt, dass es noch etwas gibt. Und zwar bisher ist die ganze Waffenrüstung Gottes sind nur Verteidigungswaffen, wie der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft zu gehen und das Evangelium zu verkünden und dann letztlich den Schild des Glaubens und der Helm des Heils. Aber wir haben eine Angriffswaffe und das ist das Schwert des Geistes, das lebendige Wort Gottes. Ich möchte mal die Stelle noch mal kurz vorlesen. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, sage ich wieder dazu, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Epheser 6, 10 fängt es an und dann steht aber etwas, was ganz wichtig ist, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen andere Menschen in Wirklichkeit, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da können wir uns richtig bei der Nase nehmen, weil wir oft Menschen dafür verantwortlich machen. Aber es ist immer wieder der Geist, der dahinter steht. Und wenn wir die Menschen segnen und ihnen vergeben, dann entwaffnen wir eigentlich genau genommen die Geister, die dahinter stehen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, die ganze Waffenrüstung sollen wir ergreifen, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also das heißt, dass wir einen Sieg davon tragen dann. So steht nun fest eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Die Wahrheit ist eine Person, ist Jesus. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit war das, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist seine Gerechtigkeit. Und die schützt uns, weil wir dort alles hintragen können. Dass wir dann gefestigt dastehen mit einem Panzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und das ist auch etwas, was wir versuchen mit diesen Videos zu machen. Vor allem aber greift ein Schild des Glaubens, über das haben wir schon gesprochen, damit mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und, jetzt kommt's, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ich habe da ein Schwert, ein ganz besonderes. Boah, das ist schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die damit gekämpft haben. Das ist mit der linken Hand zu führen, könnte ich gar nicht machen, das wäre mir zu schwer. Aber die Schwerter haben immer eine besondere Bedeutung gehabt. In der Bibel steht zum Beispiel mal, im Hebräer 4, 11 glaube ich, 4, 12, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das tritt ein in deine Seele und in deinen Geist und in deinen Körper und trennt Mark von Bein, Sünde von dem Guten und so weiter. Und es trifft dich wirklich voll. Und du kannst dann eigentlich gar nichts dagegen machen, weil du noch immer ein Gewissen hast und immer dann weißt, Gott hat auf jeden Fall recht.
ganz gleich, was er sagt, er hat recht. Und es ist oft wie ein zweischneidiges Schwert. Aus dem Mund Jesu steht oft in der Bibel drinnen, und zwar schon im Jesaja, kam ein zweischneidiges Schwert hervor. Auch in der Offenbarung steht es. Weil die Worte, Jesus ist das lebendige Wort. Das Wort, was er gesprochen hat, ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und die Menschen werden alle einmal von diesem zweischneidigen Schwert erfasst werden. Früher oder später. Da kommt dieses Wort und es trifft dich genau in deiner Seele und in deinem Geist und du weißt, eigentlich hat der Herr recht. Mit mir stimmt etwas nicht, zum Beispiel. Das zweischneidige Schwert ist aber noch etwas anderes. Wenn wir das Wort Gottes, dieses Schwert verwenden wollen, dann müssen wir zu Jesus gehören. Wenn du Jesus als deinen Herrn in dein Leben aufgenommen hast, so wie es im Johannes 1,12 steht, alle, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Macht, die absolute Macht, die niemand brechen kann. Niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Und dann, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist und vom Neuen geboren bist, dann darfst du auch das Schwert verwenden. Aber auch wieder in der richtigen Art und Weise, dass wir nach dem Willen Gottes vorher fragen. Nicht einfach mit dem Wort Gottes reinschlagen, sondern auch dem Willen fragen. Und er sagt meistens, geh hin und verkünde, ob gewollt oder ungewollt zum Beispiel. Aber sehr oft ist es so, dass wir am Anfang, das steht im Galater 3,3, auf den Geist vertraut haben und dann im Fleisch vollenden wollen. Ich habe oft Schwierigkeiten damit, wenn Leute so den Namen Gottes und diese Macht so aussprechen, als wie sie hätten es schon. Aber Jesus sagt ja zum Beispiel zu den Jüngern, die er da beauftragt hat, hinauszugehen, und es waren 70 an der Zahl, und die sind dann begeistert zurückgekommen, weil sie von Jesus die Vollmacht bekommen haben und haben gesagt, die Dämonen haben uns gehorcht und Kranke sind geheilt worden. Da sagt Jesus zu ihnen, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen gehorchen, sondern freut euch, dass ihr im Buch des Lebens verzeichnet seid. Weil das sind nicht wir, sondern es ist Gottes Allmacht, die dann wirkt. Auch beim Schwert des Geistes, wenn wir das aussprechen. Ich war einmal eingeladen bei einem größeren Bibelrunde in einem anderen Bundesland. Und wir haben uns dort interessanterweise im Altarraum einer Kirche versammelt. Da waren ungefähr so 20, 25 Leute. Ich bin von einem Freund dazu eingeladen worden und da war auch ein Mann, der das geleitet hat. Und wie wir da in der Runde sitzen, habe ich den Eindruck, dass der Heilige Geist zu mir spricht, du, da ist eine unglaubliche Unfreiheit hier in diesem Raum. Zuerst habe ich gedacht, nur vielleicht von dem Kirchenraum selber oder was. Und dann habe ich aber gemerkt plötzlich, er meint die Menschen, die mich umgeben. Und ich habe dann nach einer Zeit gesagt, Leute, ich muss euch etwas sagen, hier ist eine gewaltige Unfreiheit. Hier ist etwas, was nicht in diesem Raum gehört und auch nicht in diese Runde gehört. Und zwar irgendeine Gefangenheit. Aber ich kann es nicht genau sagen, wer, aber vielleicht zeigt uns das Gott. Und in dem Augenblick fängt eine Frau, die mir gegenüber sitzt, schaut mich an und sagt, Jesus, ich hasse dich, Jesus, ich hasse dich. Puh, uns ist heiß und kalt runtergelaufen und die ist immer lauter geworden und wir haben genau gemerkt, das ist die Frau, die gefangen ist und die in einer Unfreiheit lebt. Aber warum hat mir Gott zuerst gesagt, ich soll das sagen, den Menschen, dass hier jemand ist, dass das aufgedeckt wird? Der Leiter von dieser kleinen Gruppe war empört über mich. Aber trotzdem haben wir dann die Frau genommen, sind in eine Sakristei hineingegangen und haben begonnen, für sie zu beten. Sie hat wie wild um sich getreten, hat den Leiter
ständig mit den Füßen attackiert, hat mich angespuckt, war furchtbar empört über uns, aber man hat genau gemerkt, das war nicht sie selbst. Und plötzlich sagt mir der Heilige Geist, sprich aus, sprich es aus im Namen Jesu, dass dieser Geist weichen muss. Nimm dieses Wort Gottes, dieses Schwert Gottes in die Hand. Bitte, ich war ganz jung bekehrt, ich war vielleicht ein Jahr bekehrt. Und ich habe das dann wirklich ausgesprochen über diese Frau und dann haben wir plötzlich gemerkt, wie irgendetwas sie verlassen hat. Wir haben nichts gesehen, aber plötzlich ist sie ruhig geworden, hat uns angelächelt und hat ganz erstaunt gefragt, was jetzt los ist und was jetzt geschehen ist. Das heißt, wir haben eigentlich genommen das Schwert Gottes hier verwendet, aber das war in einem Auftrag. Das war nicht ich selber. Ich habe es auch nie auf mich geschrieben, weil ich gewusst habe, das war der Heilige Geist, der da gewirkt hat, der einfach wollte, dass in dieser Runde eine Frau frei wird. Es gibt noch eine andere Stelle und das steht in der Apostelgeschichte 4,3, wo die Apostel bitten, Herr, strecke deine Hand aus, damit Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Also sie haben Gott gebeten, dass er die Dinge tut, aber dass er ihnen sagt, auf was es ankommt. Im 1. Thessalonicher steht dann, dass wir den Heiligen Geist nicht auslöschen sollen in unserem Leben. Das ist meistens durch Sünde, durch irgendetwas, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Im 2. Timotheus steht, wir sollen den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit empfangen, den damals der Paulus dem Timotheus zugesprochen hat. Wenn du Angriffe hast, dann nimm dieses Schwert des Geistes, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, und sprich die Worte Gottes aus. Immer aber im Bewusstsein, dass der Heilige Geist es ist, der da wirkt und nicht du selbst. Du bist nur Werkzeug dafür. Und dieses Schwert wird plötzlich wirksam werden in deinem Leben und du wirst dann merken, dass es verschiedene Dinge, die dein alltägliches Leben betreffen und so weiter, wie es da wirkt. Ganz gleich, du musst dir bewusst sein, dass dieses Wort, das du bekommen hast, durch den Heiligen Geist, durch Gott selbst bekommen hast. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir im Sieg Jesu stehen. Und das Wort Gottes, dieses Schwert des Geistes, kann uns dabei helfen, dass wir im Sieg stehen. Dass wir wissen, dass er derjenige ist, der den Satan durch uns vertreiben möchte. Jesus hat am Kreuz die Schlacht für uns schon längst gewonnen. Es gibt noch eine Stelle, die sagen möchte, da sind Menschen gewesen, die haben gesagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und geheilt und was weiß ich. Und Jesus sagt zu ihnen, weicht von mir, ich kenne euch nicht. Weil sie keine Verbindung mit ihm gehabt haben, weil sie nicht den Namen Jesu auf Jesus gebucht gehabt haben, sondern auf sich selber gebucht gehabt haben. Sie haben es als Mittel zum Zweck es verwenden wollen. Und das funktioniert nicht. Es kann funktionieren, ja. Aber vor Gottes Augen ist es nicht wohlgefällig. Strecke deine Hand aus. Aber Jakobus sagt dann noch, alles tut im Namen des Herrn, in der richtigen Verbindung mit Jesus Christus, wirst du plötzlich merken, dass du Kraft kriegst, von der du bisher nichts gewusst hast. Ich habe es hier und da in meinem Leben erfahren, nicht immer, aber hier und da habe ich es erfahren. Jesus ist immer unter dieser Kraft gestanden. Er ist diese Kraft gewesen. Aber wir erfahren es eben so, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich es nicht selber machen muss.
möchte mit einem Lied abschließen. Jesus, du bist König. Jesus, du bist König in unserer Mitte. Du regierst durch deinen Geist. Du hast deine Feinde überwunden. Nun sitzt du auf deinem Thron. Du bist König, König aller Ewigkeit. Du bist König. Vom ganzen Herz beten wir dich an. Du bist König, König aller Ewigkeit. Du bist König. Vom ganzen Herzen beten wir dich an. Jesus, ich bitte dich, dass alle, die jetzt zugehört haben, wirklich das Wort Gottes verwenden in der richtigen Art und Weise, dass sie deinen Willen erkennen. Und ich bitte dich, dass du ihnen deinen Willen offenbarst, Herr, dass sie wirklich siegreich sind. Danke, Herr, dass du uns solche tollen Sachen in die Hand gegeben hast, aber dass dein Wille geschehen soll. Amen.